Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Version 1.0, also die Release-Version, und sind in der dritten Staffel. Momentan sind meine Kolonisten ein bisschen damit beschäftigt, die ganze Kolonie ein bisschen aufzuräumen. Genauer gesagt halt Wege zu bauen, Futter reinzubringen, damit hier niemand hungern muss. Also, es läuft. Oh, Topaz hat den Widerstand von Füchse gebrochen, okay. Mal schauen, dass wir das jetzt bei der nächsten Runde von wegen wir reden mal miteinander hinkriegen. Du hast den Langbogen. Diamond holt sich dann hoffentlich gleich den nächsten. Wenn er da fertig ist. Und Agate war der nächste, der den kriegt. Dann haben wir schon mal drei Leute mit Langbögen. Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Und die Recurve-Bögen können wir dann irgendwie verkaufen oder so. Also ich denke mal, die werden wir auf jeden Fall noch los. Ah, richtig super Bogen, okay. Wie viel Holz haben wir denn auf Vorrat? Das sollte reichen. Noch mindestens zwei brauchen wir. Du hast einen. Du hast noch einen, der hat eine Keule. Aber ich glaube auch mal, die Keulen können wir dann gegen, keine Ahnung, Gladii oder irgendwie sowas austauschen. Also so ein bisschen den Stamm ausrüsten, finde ich jetzt nicht verkehrt. Unsere Leute sind ja jetzt zwar eine relativ primitive Truppe momentan noch, aber wir arbeiten uns voran. Immerhin, wir haben Kühlungssysteme und Batterien und sowas, also nur die Waffen hinken halt noch ein bisschen hinterher. Ah, hier wird ordentlich Hopfen abgebaut, sehr gut. Dann können wir gleich wieder ein bisschen weitere Bierproduktion anwerfen. So, stark. Oh, das ist schön. Die können wir dann gleich mal hier hinstellen. Die gibt immerhin 50 Punkte für den Raum. Das ist sehr erfreulich. Das finde ich gut. Und für Füchse hier haben wir gleich den nächsten Raum. Also ein schönes Zuhause, hoffentlich. Okay, Stromkabel haben wir hier überall. Okay, da müssen wir hier außen rum, damit das klappt. Irgendjemand müsste hier dann mal die... okay, Diamond ruht sich aus. Ah, okay, der ist müde, gut. Wir brauchen nämlich noch jemanden, der die Wand hier ein bisschen plättet, damit ich hier die Stromleitung durchlegen kann. Aber das macht ja nichts. Kriegen wir hin. Ich lege die extra immer nur durch Wände, damit die Schönheitsbewertung der Räume nicht darunter leidet, dass wir hier Strom haben. Crystal baut noch eifrig neue Sandsteinbrocken. Ist auch schön. Und die Forschung kommt gut voran. Also wenn ich mir überlege, dass wir jetzt an Mechanik forschen... Das wird schon lustig. Vor allem, das sind auch so Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen werden. So wie Krankenbetten und Entwässerung und sowas. Aber Alter. Puh, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wow. Urankugelgeschützturm. Alter. Energiewaffen. Klingt auch fies. Analysator, Herstellung, Kryoschlaf. Kryptoschlafkapsel. Yes. Das sind so richtig harte Sachen. Okay. Muss nur mal schauen, welches jetzt die Forschung war, die man braucht, um Bauteile herzustellen. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Das habe ich in der letzten Kolonie sehr, sehr spät erst mitgekriegt, wie man die macht. Das war natürlich nicht ganz so hilfreich. Gucken wir mal, was das hier ist. Tiefenscanner. Ah, das war's nicht. Herstellung. Bauteilherstellung. Okay, das ist das hier. Wow. Autsch. Oh, das ist richtig hart. Oh, da brauchen wir aber noch richtig viel Forschung, bis wir da in diese Richtung kommen. So, was kann man damit dann machen? Hightech-Labortisch und Funkanlage und so Zeug. Okay, das ist natürlich geil, aber unsere aktuelle Forschung ist das hier. Da müssen wir erstmal vorankommen. Och, die arme Füchse leidet immer noch unter diesen dummen Sensorikmechaniken.
So, Diamonds. Willst du erstmal was essen? Oder was? Nee, er macht hier weiter, okay. Na gut, das kriegt er ja locker hin. Das brauchen wir ja nicht. Uhaha. Oh. Blitzsturm. Eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Blitzen schlägt in einem kleinen Gebiet ein. Hierdurch können große Feuer verursacht werden. Okay. Das ist gleich hier in der... Oh, oh, oh. Oh, das fängt ja schon gleich gut an hier. Wie wär's mit ein bisschen Regen? Leute, so ganz klein bisschen. Wow. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht so ganz, meine Leute da jetzt hinzuschicken. Um das zu... Oh, oh. Um das zu löschen. Wow. Weil die sollen ja jetzt nicht unbedingt von dem ganzen Feuer erwischt werden. Also das ist schon so ein bisschen unschön. Arbeitsrausch. Diamond ist im Arbeitsrausch. Okay, Kumpel. Das ist eigentlich perfekt. Du brauchst dir dann gar nicht mehr viel machen. Wow, Blitz. Wow. Das ist nicht so schön. Hier kommt gleich das nächste Ding. Eieiei. Ich bin nur froh, dass wir hier momentan schon so viel gemacht haben. Also, dass wir hier tatsächlich die Wände haben. Da kommt das Feuer einfach nicht durch. Wow, okay. Ich fürchte aber, da müssen wir jetzt tatsächlich anfangen aufzuräumen. Blitzsturm ist vorbei. Okay, machen wir erstmal ein bisschen Pause hier. Heimatgebiet erweitern. So Leute, geht mal hier ein bisschen Feuer löschen, bitte. Das ist wichtig, bevor uns hier alles unterm Arsch wegbrennt. Dann macht das auch bitte gleich alle. Ruby geht hier hin. Crystal, bitte hier hin. Und Bill, du hast hier auch noch ein bisschen was zu tun. So Leute, dann macht doch hier mal bitte das Feuer aus. Das ist ja nicht schön hier. Ophelia ist trächtig. Also meine Hunde vermehren sich hier sehr motiviert, wie es aussieht. Wir bräuchten echt mal so ordentlichen Löschschaum. Oh, warte mal. Das da oben gehört wieder nicht ins Heimgebiet, oder doch? Doch, gehört hier hin. Mach das bitte weg. Und das hier bitte. So Leute, macht mal hier Feuer weg. Das ist wichtig. Vor allem... Oh ja, das weitet sich ja hier richtig böse aus. Okay, hier kommt dann auch gleich die nächste Feuerwalze. Alter Schwede. Kommt Leute, macht mal hin hier. Das schafft ihr doch. Wow, wir haben hier richtig viel zu tun. Also diese Blitzstürme mag ich echt nicht. Leute. Hier ist noch was. Kommt mal bitte alle her. Okay, ihr habt schlechte Laune. Ich verstehe das ja, aber... Ne, wir haben hier zu tun. Oh Mann, na, das geht jetzt hier mal... What the fuck? What? Wieso prügelt ihr euch? Oh Mann, nein, ihr sollt euch doch nicht prügeln. Ah, okay. Oh Mann, Leute, ihr seid doch bescheuert. Und Ruby, du gehörst eigentlich auch hier ins Krankenbett. Was hat denn Topaz abgekriegt? Muss ich gleich mal gucken. Oh Mann. Alter Schwede. Ach Leute. Ihr stellt euch aber auch an. Kommt, macht das jetzt hier mal fertig. Oh Mann. Also ich fürchte mal, hier werden wir das Feuer irgendwie ertragen müssen. Weil die Leute einfach zu schlecht drauf sind von dem dauernden
Feuer austreten, whatever. Ding. Eieiei. Ihr habt's echt nicht leicht gerade. So, Topas, was hast du denn eigentlich abgekriegt? Bruch. Uiuiui, okay. Ihr gehört beide hier schön ins Bettchen. Genau. Na gut, da oben muss es jetzt brennen. Wir können nicht alles ausmachen. Das geht einfach nicht. Boah, Hammer. Nicht schön sowas. Jajajaj. Tja, Leute, da müsst ihr jetzt durch ordentlich Feuer austreten. Ich bräuchte wirklich mal so große Eimer oder so. Oder vielleicht mal ein bisschen Regen. Wäre auch schön. Sonst lohnt sich das hier gar nicht. Oh, Erschöpfung. Hungerndes Tier. Oje, was hast denn du für ein Problem? Okay, ich glaube, ich lasse das Feuer jetzt einfach Feuer sein. Das wird sich jetzt hier ohnehin an den Wänden festhängen. Wer ist denn erschöpft? Okay, Veronica. Puh. Ja, das ist nicht so schön hier. Mensch, Leute. Vielleicht kriegen sie das jetzt hier noch aus. Verrücktes Tier, Boomer. Oh, oh. Alkoholexzess. Oh, leck. Okay. Starker Erholungsmangel, okay. Wo ist das verrückte Tier? Hier unten ist ein Boomerlupe, okay. Dann gehen unsere Leute am besten erstmal nach Hause. Und Popas, du gehst bitte jetzt wieder ins Heimgebiet. Und zwar hier in dieses Gebiet. Ihr bleibt dort jetzt. Soll das Boomerlupe doch jetzt hier irgendwelchen Kram machen? Eieiei, das ist echt ärgerlich hier. Aber ich glaube, gegen solche Feuerwände kann man halt auch ohne die entsprechende Technik nicht viel machen. So Leute, geht bitte nach Hause. So, schauen wir mal, was das gute Topas braucht. Du müsstest dich doch eigentlich jetzt mal hinlegen, bitte. Wer war derjenige, der hier behandeln konnte? Medizin, okay. Das wäre natürlich hilfreich. Wo ist denn Bill gerade? Bill ist hier. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade mühsam dieses Gebiet gerettet, aber das wird jetzt halt einfach nicht laufen. Oh Mann. Meine Leute gehen hier sonst einfach total vor die Hunde. Okay, und sie sind jetzt einfach total platt. Starker Schmerz hämmert im Kopf deiner männlichen Kolonisten. Ja, danke, Randy. Die Leute sind doch eh schon schlecht genug drauf. Oh, Mann. Tierkrankheit, Pest. Ja, super geil. Oh. Oh, super. Unsere Tiere werden jetzt hier auch noch krank. Eieiei. Okay, also Randy hat jetzt definitiv beschlossen, mir so richtig schön in den Hintern zu treten. Danke dir. Oh Mann. Naja, die Viecher sind glücklicherweise sowieso alle da hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und alle liegen sie jetzt hier schlafend im Esszimmer und sind voll fertig. Ach Gott. Ah, ach ja, stimmt. Ich habe sie ja für. Ah, ich habe sie fürs Innere beschränkt, okay. Oh Mann. Ist das bescheuert. Ah, es regnet. Okay, Feuer ist jetzt erstmal perfekt. Okay, Leute, ihr dürft im Heimgebiet unterwegs sein. Macht keinen Blödsinn, Leute.
Ich hatte natürlich vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie jetzt bitteschön auch in Ihre Schlafzimmer rein dürfen. Oh Mann, alle total fertig hier, weg am Wegpennen. Besucher, jetzt kommen auch noch Besucher hier vorbei. Okay. Könnte sein, dass du mit dem Bumalupe zu tun kriegst, das hier irgendwie on the run ist. Ich frage mich, wo das Viechchen ist. Hatte ich hier nicht irgendwie so ein schlecht gelauntes Bumalupe? Ah ja, das ist das hier. Okay, das dürfte jetzt gleich hier mit der Besucherin Spaß kriegen. Du hast immerhin einen Kurzbogen. Okay. Ja, dann viel Spaß, Mädel. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin grausam. Oder sie macht das Bumalupe einfach platt jetzt. Wer weiß. Verletzt. Okay, mal gucken. Oh ja, sie hat gute Chancen, das Ding platt zu kriegen hier. Okay. So, Mädel, zieh mal weiter. Oh, die versorgt sich selbst, oder was ist das? Echt jetzt? Machst du das? Hast du irgendwie so Heilungskram oder so? Tatsächlich, die hat sich selbst behandelt. Das finde ich aber richtig hart. Krasse Scheiße. Coole Sache. Und alle sind sie hier noch voll am Wegpennen. Oh Mann. Veronica und Bill. Komm, Bill, du könntest doch irgendwas Wichtiges tun. Wie wär's mit, ich weiß nicht, was zu essen? Himmel hilf. Alle voll fertig. Seltenes Rumbos, ja nee. Also jetzt holt der gute Randy mal so richtig aus. 20 Events auf einmal. Okay, wer hat Hunger? Ruby. Bill, du könntest Ruby versorgen, bitte. Was müsstest du tun? Ruhe. Stimmung ist enorm im Arsch. Okay. Eieiei, jetzt haben wir aber echt Nummern hier erlebt. So, wo ist denn die Besucherin hin? War die nicht auch noch irgendwo? Ah ja, hier. Wer von uns war denn jetzt hier so der Sozialfreak? War das Thomas? Nee, das war Ruby. Ah, shit. Brooks könnte das aber auch übernehmen. Warte mal. Gut, Brooks, lassen wir dich jetzt hier mal ein Stückchen raus. Wo ist er denn? Brooks. Ich muss doch die Leute hier haben. Wildtiere, Tiere, Beschränkung? Ah ja, hier. Brooks, wo bist du denn da? Komm, Brooks, du willst mit ihr handeln. Willst du nicht? Ach, die will nicht handeln. Ah. Retten kann ich sie auch nicht. Nee, okay, das mit dem Handel ist jetzt erstmal gestorben, wie es aussieht. Ah, okay. Gut, dann halt nicht. Das müsst ihr euch auch prügeln, wenn es euch schlecht geht, Leute. Echt jetzt. Ist ja schon so ein bisschen peinlich. Wutanfall, Bill. What? Machst du unsere Bauteile kaputt? Was? Wieso? Ach komm, Junge, du bist doch doof. Echt jetzt? Alter, Randy, du bist so ein Sackgesicht. Das ist ja jetzt mal richtig hart. Alter Schwede. Kloppt der hier mal meine 47 Bauteile weg. Du lieber Sack. Eieiei, okay. Das nenne ich bösartig. Aber okay. So wird es dann nicht unspannend hier. Also kaum lasse ich dem guten Randy mal ein bisschen Zeit,
irgendwelche fiesen Dinge zu tun, macht das dann auch gleich. Okay, wir werden hier dann auch Bauteile herstellen und sowas müssen. Ich sehe das schon. Oh Mann, 47 Stück hat er sich ausgesucht, der Sack. Oh Mann. Das ist doch echt nicht die Möglichkeit. So, mal gucken, ob das Wumalupe jetzt schon tot ist. Nein, immer noch nicht. Wie lange braucht das denn? In 4 Stunden, okay. Ach du Scheiße. Kloppt der hier meine Bauteile platt? Ey, Junge, gibt's das? Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich hier noch Bauteile finde. Das ist ja schon richtig heftig. Ah, okay, hier sind auf jeden Fall welche. Manometer. Ich dachte noch so, hey, ich hab hier Vorrat, alles gut, ne? Geile Sache. Ja, nee, scheiße war's. Oh, so ein Sausack, dieser Erzähler. Wäre jetzt auch zu leicht gewesen, ne? Okay, aber wir haben zumindest genügend Stahl. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh Mann. Okay, Leute. So an dieser Stelle mit den halbtoten Kolonisten, die einfach zu viel Feuer gelöscht haben, verabschiede ich mich mal von euch. Ich hoffe, ihr hattet eine lustige Zeit. Mal schauen, was Randy so die nächste Zeit noch für uns bereit behält. Schauen wir mal. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Und tschö!